Das ist eine interessante Ansicht. Hier geht es um diese Quantum Ripple, also im Sinne von die so, wie soll man das sagen, so Momente wiederzuerleben. Und also nicht wiederzuerleben, sondern die Zukunft zu sehen, kurze Ausschnitte und dann zu checken, ah, okay, das wird passieren, wenn das und das passiert. Aber sie sagt, Dr. Emeril hat gesagt, every single thing that happens in this universe is the result of such of a chain of events. Being able to see the chain offers no real insight to anything due to the very randomness of the process. Furthermore, it's utterly misleading. You could say that some tiny event or tiny decision in my life yesterday led me to writing this email, and it's technically true. But so did some tiny event or tiny decision in my life 15 years ago. It's all a chain. The event yesterday didn't take place in a vacuum. It didn't come out of nowhere. So what's the point? We have no control over it, and we don't get to direct it, and we get no useful information out of it. Ja, sie sagt quasi, dass alles zwar technisch beeindruckend ist, aber inhaltlich ihnen halt gar nichts bringt. Also in so, es hat sogar keinen praktischen Nutzen, so die Sachen zu wissen, so leicht in die Zukunft sehen zu können. Dr. Amaral was the one thing keeping Paul alive, but reading through their exchanges, there was something more than professional going on. That's not my place to comment on. Ja, also hier geht auch daraus hervor, wie er es gesagt hat, dass sie sich scheinbar auch, dass sie sich sehr um ihn gesorgt hat, also auch so persönlich halt. Definitiv. Viel fehlt uns denn noch? Intel, Chronon? Ja, okay, also scheinbar müssen wir noch allem noch Ausschau halten. Ist nicht immer gut zu wissen, weil man nicht mehr auf alles achten muss. Paul was a powerful man, the leader of an empire. But behind the veil, he was a dying man. The signs were clear. Ja, hinter der Fassade, genau. Okay. CFR. You don't look like you're in any shape for this. Oh, fuck. Have it your way. Fucking things. Ah, ob so, meine Fähigkeiten funktionieren gar nicht. Ich wollte gerade sagen, was tue ich eigentlich? Raus. Scheiße. Muss zerstören? Ah. Oh, Jesus. Ah. Do it, man. Just stay down. Fuck you. I've got too much riding on this. You're not going anywhere. Wenigstens haben wir ihn nicht, mussten wir nicht kaltblütig umbringen. Ich hatte es nicht mehr genau in Erinnerung, was man jetzt, wie man es genau hinbekommt. Seeing that face put it into perspective.
They were all misled, manipulated to believing they were doing what was right, what was necessary. Liam Burke made his choice. Liam Burke was an unnecessary casualty, one of way too many. Yep, das stimmt. The lifeboat revolved around the countermeasure. He knew Will would try to take it back, that's why he was killed. He knew I'd try to do the same eventually. Clearly, he was right. Ach da. They'd stockpiled all the chronon particles from Ground Zero to keep the lifeboat running. Enough to hopefully last until a proper solution was discovered. Das ist einer der Hauptentwickler von Remedy. Den kenne ich von seinem Gesicht her, weil man den gesehen hat in die, auf den Postern, auf diesen Ärzte-Postern in Max Payne 2 zum Beispiel und sowas. Ja, den kennt man. Ich weiß nicht genau, wer das ist und was der genau macht, aber wenn ich den sehe, ist immer direkt so, ja, stimmt, den kenne ich quasi. Den habe ich schon mal gesehen. So, noch gucken. Ich möchte mich nicht so sehr ablenken lassen für Collectibles, also möchte ich genau wissen, wie viele ich suchen soll und nach welchen. Noch ein Dokument und ein Intel. Achso, ja, alles Wichtige haben wir schon. Also noch Stuff zum Lesen. Ah, tut mir leid, Buddy. Dass sie mir die Fähigkeiten komplett wegnehmen und ich das hier nicht ausschalten kann, fand ich eine gute Idee. Das ist wenigstens ein dramatischerer Kampf, weil ansonsten, es ist halt so eine tragische Ironie, also nicht eine tragische Ironie, sondern tragisches, tragisch-dramatisch, dass man halt so mega übermächtig ist, halt so vollkommen klar, dass man ihn erledigen wird und er keine Chance hat, aber es macht es halt noch tragischer und trauriger, finde ich, deswegen finde ich es gar nicht schlimm. Fiona, I'm at the CFR chamber. The door's locked. That's way above my access level. But, since my friend disabled security earlier, I should be able to do this. Listen, I don't really know what the plan is, but it's all up to you now. Good luck. It was like walking into a shrine. This was our holy relic. So kann man es auch ausdrücken, das stimmt. So wie Remedy es halt immer macht, auch bei so Endboss-Fights und sowas in den vorigen Spielen und sowas, ist halt mehr so, dass das Drama diktiert das Gameplay und dadurch ist es dann weniger so ein typischer Videospiel-Boss-Fight oder sowas oder so ein richtig harter Kampf, sondern mehr inhaltlich ist es mehr tragisch, dramatisch oder episch oder was auch immer. There'd been some kind of struggle in the chamber. I didn't know the details. Somebody cleaned it up. A man named Charlie Wincott. I believe he chose to take a stand. Unfortunately, it ended badly for him. Mm-hmm. Well, it seems to be that kind of work environment. So kann man es auch ausdrücken, ja. Ja, der arme Kerl, der hat endlich mal was Richtiges gemacht, der. Und hat es gecheckt und hat eigentlich gut mitgeholfen, aber dann. Achso, hier geht es jetzt nur darum, dass der CFA uns alle retten wird und bla bla bla. Solche Sachen halt. Charlie's Badge. Charlie Wincott, Data Samurai. Ich fand Charlie cool. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Es würde mich auch interessieren, ob ihr ihn cool fandet oder nicht. Also ob euch generell, welche Charaktere haben euch gut gefallen und welche nicht. Ich bin nämlich, dass hier einige sind, die ich ziemlich gut fand. Und Charlie gehört dazu. It took 11 years for Will to build the countermeasure. Beth died for it. And I knew it could fix the fracture. This fucking thing. The problem was, I didn't have a clue how to use it. The only person who did was dead. But Monarch had a way of getting to him before that ever happened. The university time machine. They've got the core here. Monarch had built their own time machine above the CFR chamber. That's where I needed to go. You still believed you could go back and save your brother? Yes. Genau, denn wenn wir diese Zeitmaschine benutzen und in die Vergangenheit reisen, kommen wir nämlich in der Universität raus, da wo alles angefangen hat. Quasi Full Circle. Was ja zu der Loop-Thematik auch passt. Und natürlich die Hoffnung, dass wir noch irgendwas ändern können.
Paul took the core of the time machine from the university, hooked it up to his own machine. It was part of his sick desire for control. But that gave me one last shot at fixing things. I could go back. Maybe get to Will before Paul killed him. And if I could get the countermeasure in Will's hands, maybe I could still turn everything around. Betonung auf maybe. Also wollen wir mal sehen. Okay, haben wir jetzt alles? Sehr schön, gut. Dann können wir uns nämlich auf das Wichtigste fokussieren. Core was set, the machine was prepped. Alles. I had to put the core door in place. Ich sehe nämlich gerade, dass hier so viel so Munition drin liegt. Dann nehmen wir die lieber direkt mal mit. Sehr schön. Okay. Okay, this should do it. Deploying the corridor. Phase 1 underway. Please clear all personnel from quarantine. Ah. Oh, Dickmans. Hm. Das hilft mir auf jeden Fall, Dickmans. Of course. Bam, alles kombiniert. Switchen die nämlich die Feinde jetzt bei viel Zeit hängen, also kommen diese Typen mit ihren Anzügen. Und gleich geht die Zeit dann vielleicht wieder weiter. Und dann greifen uns wieder die anderen Typen an, die jetzt gerade festfrieren. Das ist so eine geile Idee. Zack. Bam. Okay. Ja. Ah. Schild. Oh, der hat auch diesen Fähigkeiten-Schild. Oh, die Zeit wird auch noch weiter. Scheiße. Oh, verdammt. Nein! Oh, ich wollte gerade in Deckung gehen. Ich hätte hinterher den locker in die Luft jagen können. Vor allem eher so, finally. Und genau das dachte ich mir auch gerade. Ich so, endlich ist er da. Zwei, ne?
Yes! Habe ich es geschafft? Ach, da hinten ist der andere. Ich wollte gerade sagen, es sind ja voll zwei. Backt der da oder wartet er da? Ich lock ihn mal raus. Slow machine lady. The machine was ready. I just needed to put in the date. Ich liebe das. Nach dem Kampf wäre so alle umgebracht und so, jetzt bin ich ready. Thank you, very slow machine lady. The earliest I could go back to was the time that the core was first activated. At the university. Not much time to rescue your brother. I didn't have a choice. You better be as advertised. Ja. Stimmt, da wurde es ja zum ersten Mal aktiviert, als wir da waren. Return to the University. Oh, jeez, war das awesome. Das hat so Spaß gemacht. Oh ja, jetzt wird das so nice. Targets have escaped the lab! Up, fellas. Oh shit! What's up, fellas? Die müssen nicht mal zeigen, was passiert ist. Man ist richtig so, ja, ja, die haben hier keine Chance. Weiter geht's. Krasser Sci-Fi-Action-Thriller mit Superhero-Anleihen. We've got an intruder in the lab. Core extraction team is down. Over. All of them? How? Choices. But avoid damage to the core at all costs. I got there after the fracture initiated. Too late to stop it all before it ever started. But not too late to save Will. All you had to do was get to him in time. Yeah. That was the plan. HQ, we've got security footage of the Joyce brothers escaping through the server room on the lower level. Raider Team 3, intercept immediately. Ready another extraction unit to remove... Okay, habe ich noch nix. Hier ist auch nicht so viel. Ach, es gibt nur 1, 2, 3, 4, 5 Chronon-Quellen und ein Dokument. Okay. Have to reach Will before it's too late. Prowler Team, ready the heavies in the underground parking. I'm not hearing any response from Raider Team 3. We may have a situation. Where the hell is that extraction team? We were supposed to have the core loaded in that chopper by now. Ah, Mist, das war da oben. Ah, egal. Should have sent Liam Burke in first to deal with those Joyce assholes. Directive was take alive if possible. Sound, Alter, das haut so mega rein. Oh, Scheiße. Spring!
Okay, schlecht. Wir können es schaffen, ihn hinzulocken und damit in die Luft zu jagen.